Doch nun wissen wir, auf fundamentaler Ebene geht es wesentlich weniger eindeutig zu. Denn wir haben neue Gesetzmäßigkeiten entdeckt, die unsere Vorstellungen vom Universum komplett verändern. Vom Weltraum über das Zentrum von New York bis hin zum Mikrokosmos haben diese außergewöhnlichen Gesetze unser Weltbild verwandelt und unser Verständnis von der Wirklichkeit neu definiert. Die Gesetze der Quantenmechanik. Die Gesetze der Quantenmechanik gelten für alle Atome und Elementarteilchen, aus denen jegliche Materie besteht. Sterne und Planeten, Gestein und Gebäude, Sie und ich. Auch wenn wir sie nicht bemerken, sind die Phänomene der Quantenmechanik allgegenwärtig, wenn man weiß, wo man suchen muss. Dazu müssen wir uns hinabbegeben auf die kleinste Dimension, auf die Ebene der Atome und der subatomaren Teilchen. Unten in der Quantenebene scheinen radikal andere Gesetze zu herrschen als die, die uns aus der Welt der großen Alltagsobjekte vertraut sind. Und hat man einmal einen Blick auf sie erhascht, sieht man die Welt danach mit völlig anderen Augen. Es ist schwer vorstellbar, wie es auf der kleinsten Dimensionsebene zugeht. Aber was wäre, wenn wir einen Ort aufsuchen könnten, wo die Gesetze der Quantenmechanik sichtbar sind, wo sich Menschen und Objekte dementsprechend verhalten? Das wäre sondergleichen. Hier tun Gegenstände Dinge, die verrückt erscheinen. Denn in der Quantenwelt lassen sich die Dinge gewissermaßen ungern auf nur einen Ort festlegen oder auf nur eine Richtung. Es ist fast so, als wären sie an mehreren Orten gleichzeitig. Und was ich hier tue, kann einen unmittelbaren Effekt an einem anderen Ort haben, auch wenn ich dort gar nicht bin. Und jetzt kommt etwas wirklich Bizarres. Wenn Menschen sich wie subatomare Teilchen verhalten würden, wüssten wir die meiste Zeit gar nicht genau, wo sie sind. Sie könnten eigentlich so gut wie überall sein, bis wir nach ihnen suchen. Hallo. Ich möchte dasselbe wie er. Und wieso glauben wir nun diese bizarre Theorie? Seit über 75 Jahren treffen wir mit ihr Vorhersagen darüber, wie sich Atome und subatomare Teilchen verhalten. Und Experiment für Experiment haben die Gesetze der Quantentheorie stets recht behalten. Die beste Theorie, die wir haben. Es gibt buchstäblich Milliarden Beweisstücke für die Quantenmechanik. Sie hat so viele Tests, so vieler bizarrer Vorhersagen bestanden. Bisher hat noch kein einziges Experiment die Quantenmechanik widerlegt. Besonders deutlich werden die Quantengesetze auf der Ebene der kleinen Dinge, wie die der Atome. Aber bedenken Sie, ich bestehe aus Atomen. Und Sie auch, so wie alles andere, was wir in der Welt, die uns umgibt, sehen. Demzufolge müssten uns die Gesetze der Quantenmechanik nicht nur etwas über kleine Dinge verraten, sondern über unsere Wirklichkeit. Wie haben wir nun also diese seltsamen Gesetze gefunden, die so widersprüchlich scheinen zu dem, was wir über das Universum zu wissen glaubten? Vor nicht allzu langer Zeit dachten wir noch, wir hätten ziemlich genau verstanden, wie Planeten die Sonne umkreisen. Wie ein Ball eine Kurve beschreibt, wenn er durch die Luft fliegt. Wie sich Wellen auf dem Wasser ausbreiten. Die physikalischen Gesetze der sogenannten klassischen Mechanik erlaubten uns, das Verhalten gewisser Dinge genau vorherzusagen. Alles ergab perfekt einen Sinn. Bis vor ca. 100 Jahren Wissenschaftler versuchten, einige ungewöhnliche Eigenschaften des Lichts zu erklären.
Zum Beispiel die Art von Licht, die Gase aussenden, wenn man sie in einer dünnen Glasröhre erhitzt. Als Wissenschaftler dieses Licht durch ein Prisma betrachteten, sahen sie etwas gänzlich Unerwartetes. Wenn man Gas erhitzt und es durch ein Prisma betrachtet, bildet es Linien. Nicht das kontinuierliche Lichtspektrum, das man mit einem Stück Glas auf einen Tisch projizieren kann, sondern scharf abgegrenzte Linien. Es hat keinen Farbverlauf wie ein Regenbogen, sondern eine Art Linienspektrum mit sehr spezifischen Farben. Und man wusste eigentlich nicht, wie man sich das erklären sollte. Eine Erklärung für die mysteriösen Farblinien kam von einer Gruppe Wissenschaftler. Sie beschäftigten sich Anfang des 20. Jahrhunderts mit radikal neuen Vorstellungen von den grundlegenden Eigenschaften der physikalischen Wirklichkeit. Und einige der verblüffendsten Erkenntnisse stammten von Niels Bohr, ein Physiker, der neue Ideen gern beim Tischtennis diskutierte. Bohr war überzeugt, dass sich die Lösung des Rätsels im Kern der Materie befand, in der Struktur der Atome. Er nahm an, Atome ähnelten kleinen Sonnensystemen, in dem noch kleinere Teilchen, namens Elektronen, um einen Kern kreisten, ganz ähnlich wie Planeten um die Sonne. Aber Bohr postulierte, dass die Umlaufbahnen nicht zufällig waren, sondern dass die Elektronen den Kern nur auf ganz bestimmten, erlaubten Bahnen umkreisen konnten. Ohne Quantensprung würde so ein verschmierter Farbverlauf imitiert, wenn das Atom angeregt bzw. nicht angeregt wird. Aber hier sehen wir scharf abgegrenzte Farben. Und der Quantensprung ist Ursprung und Ursache dieser scharf abgegrenzten Farben. Das Überraschende am Quantensprung war, dass das Elektron direkt von hier nach da springt, anscheinend ohne den dazwischenliegenden Raum zu durchqueren. So als würde der Mars plötzlich aus seiner Bahn auf die von Jupiter hüpfen. Bohr argumentierte, der Quantensprung resultiere aus einer fundamentalen und fundamental bizarren Eigenschaft der Elektronen. Dass ihre Energie aus unteilbaren Päckchen besteht, aus spezifischen kleinsten Einheiten namens Quanten. Und daher können Elektronen auch nur energiespezifische Bahnen besetzen. Ein Elektron musste hier oder dort sein, aber nirgendwo dazwischen. So etwas kennen wir nicht aus unserer Alltagswelt. Nehmen wir unseren Alltag. Wenn wir essen, denken wir da, unsere Nahrung ist gequantelt, in minimalste Nahrungseinheiten? Für uns ist Nahrung nicht gequantelt. Aber die Energie der Elektronen in einem Atom ist gequantelt. Es ist sehr mysteriös, warum das so ist. So mysteriös das auch schien, schnell mehrten sich die Beweise, dass Bohr richtig lag. Für Elektronen gelten ganz andere Gesetze als für Planeten oder Tischtennisbälle. Bohr revolutionierte die Spielregeln. Mit diesem neuen Modell des Atoms befanden sich Bohr und seine Kollegen auf Kollisionskurs mit den etablierten Gesetzen der Physik. Der Quantensprung war nur der Anfang. Bald geriet Bohr durch seine radikal neue Sichtweise mit einem der größten Physiker aller Zeiten aneinander. Albert Einstein hatte keine Angst vor neuen Ideen, aber in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts begann die Quantentheorie in eine Richtung zu steuern, die Einstein nicht einschlagen wollte. Eine Richtung, die stark abwich von den exakten allgemeingültigen Vorhersagen, die die klassische Physik kennzeichneten. Wenn man Einstein oder andere Physiker damals gefragt hätte, was die Physik von wilden Spekulationen unterschied, hätten sie gesagt, die Tatsache, dass wir Dinge mit Gewissheit vorhersagen können. Aber die Quantenmechanik schien ihnen den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Vor allem das Doppelspaltexperiment zeigte das mysteriöse Verhalten der Quanten auf. Wer sich hier eine auf Gewissheit basierende Beschreibung der Wirklichkeit erhofft, wird hingegen enttäuscht.
Eine ziemlich gute Vorstellung vom Doppelspaltexperiment und davon, wie dramatisch es unser Bild von der Wirklichkeit verändert hat, kriegen wir mit einem anderen kleinen Experiment. Nicht mit Elementarteilchen, sondern ganz alltäglich auf einer Bowlingbahn. Aber zuerst muss ich an der Bahn noch ein bisschen was verändern. Man würde erwarten, dass hier eine Kugel entweder an der Barriere abprallt oder durch einen der Spalte hindurchrollt und dahinter dann auf den Detektorschirm trifft. Und genau das passiert auch. Die Kugeln, die durchrollen, treffen immer in direkter Linie hinter dem linken oder rechten Spalt auf den Schirm. Das Doppelspaltexperiment funktioniert ganz ähnlich, nur dass man statt Bowlingkugeln unglaublich viel kleinere Elektronen nimmt. Hier kommen unsere Elektronen. Mal sehen, was passiert, wenn ich diese Kugeln rolle. Wenn man Elektronen auf die zwei Spalte schleudert, passiert dahinter etwas ganz anderes. Statt in nur zwei Bereichen landen die Elektronen überall auf dem Detektorschirm und bilden ein Streifenmuster, auch direkt zwischen den beiden Spalten. Also genau in dem Bereich, von dem man annehmen würde, er wäre blockiert. Was also passiert hier? Für Physiker, auch in den 20er Jahren, konnte dieses Muster nur eines bedeuten. Wellen. Wellen tun alle möglichen interessanten Dinge. Dinge, die Bowlingkugeln niemals tun würden. Sie können sich teilen, sie können wieder zusammenlaufen. Würde ich eine Wasserwelle durch den Doppelspalt schicken, würde sie sich teilen. Und die beiden Wellen würden dahinter zusammen weiterlaufen. Wellenberge und Täler würden sich überlagern, an manchen Stellen größer sein, an anderen kleiner. Und an manchen würden sie sich gegenseitig aufheben. Die Wellentäler und Berge würden mit der Helligkeitsverteilung am Schirm korrespondieren und Streifen abbilden, ein sogenanntes Interferenzmuster. Wie können also Elektronen, die ja Teilchen sind, dieses Muster bilden? Wie kann ein einzelnes Elektron dort auftreffen, wo eine Welle landen würde? Teilchen sind Teilchen, Wellen sind Wellen. Wie kann ein Teilchen eine Welle sein? Es sei denn, man verabschiedet sich von seiner Vorstellung und denkt, dieses Teilchen war eigentlich eine Welle. Eine Welle in einem Ozean, das ist kein Teilchen. Der Ozean besteht aus Teilchen, aber die Wellen im Ozean sind keine Teilchen. Und ein Stein ist keine Welle. Stein ist Stein. Ein Stein ist also ein Beispiel für ein Teilchen. Eine Ozeanwelle, ein Beispiel für eine Welle. Und jetzt sagt uns jemand, ein Stein ist wie eine Ozeanwelle. Was? Damals in den 20er Jahren hatten die Wissenschaftler Schwierigkeiten, dieses wellenartige Verhalten zu verstehen. Einige fragten sich, ob ein Elektron in Bewegung sich vielleicht zu einer Welle ausdehnt. Und der Physiker Erwin Schrödinger entwickelte eine Gleichung, die das zu beschreiben schien. Schrödinger nahm an, dass diese Welle die räumliche Ausdehnung eines Elektrons beschrieb. Dass ein Elektron irgendwie verschmiert wurde und nicht mehr punktförmig, sondern mehr breiartig war. Es war umstritten, was das eigentlich bedeutete. Schließlich hatte ein Physiker namens Max Born eine revolutionäre neue Idee für das, was die Wellengleichung beschrieb. Born sagte, die Welle sei weder ein verschmiertes Elektron, noch überhaupt irgendetwas, was man in der Wissenschaft bislang entdeckt hatte. Stattdessen erklärte er, sie sei etwas wirklich Eigenartiges, eine Wahrscheinlichkeitswelle. Die Größe der Welle an einem gegebenen Ort sagt die Wahrscheinlichkeit vorher, mit der sich das Elektron dort befindet. Wo die Welle groß ist, ist der Ort, wo das Elektron sich am wahrscheinlichsten befindet. Seltsamerweise scheint also das Elektron selbst ein Wust von Möglichkeiten zu sein.
Man darf nicht fragen, wo ist das Elektron jetzt im Moment? Man darf fragen, wenn ich nach dem Elektron an diesem bestimmten Punkt des Raumes suche, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es dort finde? Da kommt doch jeder ins Grübeln. Und zwar immer. Diese bizarr klingende Art der Beschreibung, wie Teilchen, wie Elektronen sich bewegen, ist tatsächlich richtig. Wenn ich ein Elektron werfe, kann ich nie vorhersagen, wo es landen wird. Aber wenn ich die Wahrscheinlichkeitswelle des Elektrons mit Schrödingers Gleichung berechne, kann ich mit großer Wahrscheinlichkeit vorhersagen, dass wenn ich genügend Elektronen werfe, sagen wir 33,1% hier landen, 7,9% dort landen und so weiter. Solche Vorhersagen sind immer wieder durch Experimente bestätigt worden. Und so erweisen sich die Gleichungen der Quantenmechanik als erstaunlich akkurat und präzise. Präzise im Sinne von Wahrscheinlichkeit. Und dass Wahrscheinlichkeit nicht bedeutet, nur raten zu können, werden Sie in den Casinos von Las Vegas erfahren. Bei jeglichem Glücksspiel können Sie erleben, wie groß die Macht der Wahrscheinlichkeit ist. Sagen wir, ich setze hier beim Roulette $20 auf die 29. Das Haus weiß nicht, ob ich bei diesem Dreh gewinne oder vielleicht beim nächsten. Eins. Aber es weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewinne, liegt hier bei 1 zu 38. 21. Denn Materie im Universum besteht aus Atomen und subatomaren Teilchen, die den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit unterliegen. Auf fundamentaler Ebene wird die Natur durch eine grundsätzlich probabilistische Theorie beschrieben. Und das widerspricht der menschlichen Intuition und ist nur schwer zu akzeptieren. Einem, dem es damit genauso erging, war Einstein. Einstein konnte nicht glauben, dass das fundamentale Wesen der Wirklichkeit auf kleinster Ebene vom Zufall bestimmt ist. Das konnte Einstein nicht akzeptieren. Einstein sagte, Gott würfelt nicht. Ihm gefiel die Vorstellung nicht, dass wir nicht mit Gewissheit sagen können, das oder das passiert. Aber viele andere Physiker schreckte die Wahrscheinlichkeit nicht ab. Denn die Gleichungen der Quantenmechanik befähigten sie, das Verhalten von Gruppen von Atomen und Teilchen mit erstaunlicher Präzision vorherzusagen. Schon sehr bald führte diese Fähigkeit zu bedeutenden Erfindungen. Laser, Transistoren, integrierte Schaltkreise, das gesamte Feld der Elektronik. Würde die Quantenmechanik plötzlich streiken, würden nahezu alle unsere Geräte so gut wie nicht mehr funktionieren. Mithilfe der Gleichungen der Quantenmechanik entwarfen Ingenieure mikroskopisch kleine Schalter, die den Elektronenfluss dirigieren und heutzutage praktisch alle Computer, Digitalkameras und Telefone steuern. Alle Geräte, die wir im täglichen Leben benutzen, Dioden, Transistoren, die Basis der Informationstechnologie bilden, sie funktionieren durch die Quantenmechanik. Ich wollte fast sagen, ohne Quantenmechanik wären wir wieder im Mittelalter. Aber genauer wäre wohl, ohne Quantenmechanik wären wir wieder im 19. Jahrhundert. Dampfmaschinen, Telegrafensignale. Die Quantenmechanik ist die erfolgreichste Theorie, die wir Physiker je entdeckt haben. Und trotzdem streiten wir immer noch darüber, was sie bedeutet, was sie uns sagt über das Wesen der Wirklichkeit. Trotz aller Triumphe bleibt die Quantenmechanik äußerst mysteriös. Immer noch haben wir keine Antwort auf die grundlegenden Fragen, die Albert Einstein damals in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gestellt hat. Fragen, die mit der Wahrscheinlichkeit, mit dem Messvorgang und dem Akt des Beobachtens zu tun haben. Für Niels Bohr verändert der Messvorgang alles.
Er postulierte, bevor wir ein Teilchen messen oder beobachten, sind seine Eigenschaften unbestimmt. Zum Beispiel ein Elektron im Doppelspaltexperiment. Bevor der Detektorschirm das Elektron lokalisiert, könnte es fast überall sein. Eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten, bis zu dem Moment, wo wir es beobachten. Und nur in diesem Moment können wir mit Bestimmtheit sagen, wo es sich befindet. Bohrs Ansatz besagt, wenn man ein Teilchen misst, zwingt der Messvorgang das Teilchen von allen möglichen Orten, an denen es sich befinden könnte, einen definitiven Ort zu wählen, wo es sich befindet. Der Messvorgang ist es, der das Teilchen zwingt, diese Wahl zu treffen. Bohr akzeptierte, dass die Natur der Wirklichkeit grundsätzlich unbestimmt ist. Anders Einstein. Er glaubte, dass etwas mit Gewissheit an einem bestimmten Ort ist, und zwar nicht nur dann, wenn es gemessen wird. Wie Einstein sagte, ich gehe davon aus, dass der Mond da ist, auch wenn ich gerade nicht hinsehe. Das war, was Einstein störte. Soll die Realität des Universums davon abhängen, ob wir gerade zufällig hinsehen? Einstein war überzeugt, dass die Quantentheorie unvollständig war, dass etwas fehlte, was alle Eigenschaften der Teilchen beschreiben würde, wie ihren Aufenthaltsort, auch wenn man sie nicht gerade betrachtete. Aber damals teilten nur wenige Physiker seine Bedenken. Einstein war der Ansicht, dass diese Theorie einfach total unvollständig war. Das war Einsteins Refrain. Die Quantenmechanik ist nicht inkorrekt, so wie sie ist, aber sie ist unvollständig. Sie erfasst nicht alles, was mit Gewissheit vorhergesagt werden kann. Aber Einsteins Argumente beeindruckten Bohr nicht. Als Einstein wiederholte, dass Gott nicht würfelt, antwortete Bohr: Hören Sie auf, Gott Vorschriften zu machen. 1935 dachte Einstein, er hätte endlich die Achillesferse der Quantenmechanik gefunden. Etwas so Seltsames, so gegen jedes logische Weltbild Verstoßende, dass er glaubte, damit den Schlüssel zum Beweis gefunden zu haben, dass die Theorie unvollständig ist. Nämlich die Verschränkung. Die bizarrste, absurdeste, verrückteste, irrwitzigste Vorhersage, die die Quantenmechanik macht, ist die Verschränkung. Verschränkung ist eine theoretische Vorhersage, die sich aus den Gleichungen der Quantenmechanik ergibt. Zwei Teilchen können sich verschränken, wenn sie sich nahe beieinander befinden und ihre Eigenschaften sich verbinden können. Bemerkenswert ist, dass die Teilchen, selbst wenn man sie trennt und in entgegengesetzte Richtungen schickt, miteinander verschränkt bleiben können. Um eine Vorstellung davon zu erhalten, betrachten wir die Eigenschaft eines Elektrons namens Spin. Im Gegensatz zu einem Kreisel ist die Drehbewegung eines Elektrons, so wie andere quantenmechanische Eigenschaften auch, generell unbestimmt, bis zu dem Moment, wo man es misst. Und wenn man das tut, stellt man fest, dass es sich entweder im Uhrzeigersinn dreht oder gegen den Uhrzeigersinn. Ähnlich wie dieses Rad. Wenn es aufhört, sich zu drehen, landet es entweder auf Rot oder Blau. Nun kommt ein zweites Rad hinzu. Wenn diese beiden Räder sich wie zwei verschränkte Elektronen verhalten, dann landet jedes Mal, wenn das eine auf Rot landet, das andere garantiert auf Blau. Und umgekehrt. Da die Räder nicht miteinander verbunden sind, ist das schon seltsam genug. Aber die von Niels Bohr und seinen Kollegen vertretene Quantentheorie sagte sogar vorher, dass, wenn eines der beiden weit entfernt wäre, selbst wenn es auf dem Mond wäre, ohne durch einen Sender oder Ähnliches verbunden zu sein, würde man trotzdem sehen, landet das eine auf Rot, zeigt das andere mit Sicherheit Blau an. Mit anderen Worten, ein Messvorgang würde nicht nur dieses Teilchen hier beeinflussen, sondern auch dessen Partnerteilchen, egal wie weit es entfernt ist.
Für Einstein war diese Verbindung über weite Entfernungen, ob zwischen drehenden Rädern oder Teilchen, so aberwitzig, dass er sie als spukhaft bezeichnete. Als spukhafte Fernwirkung. Indem man misst, was eines der Teilchen hier tut, scheint das andere Teilchen auf magische Weise davon Kenntnis zu haben. Und das weit entfernt. Das Überraschende ist, wenn man ein Teilchen misst, beeinflusst man den Zustand des anderen Teilchens. Man verändert seinen Zustand. Es gibt nichts Offensichtliches, was diese beiden Dinge verbindet. Wie kann das, was ich hier tue, beeinflussen, was dort passiert? Sie können durch nichts miteinander kommunizieren. Es ist absolut bizarr. Und das war etwas, was Einstein 1935 realisierte. Einstein konnte nicht akzeptieren, dass Verschränkung auf diese Weise funktionierte. Er war überzeugt, dass nur die Gleichungen bizarr waren, nicht die Realität. Er stimmte zu, dass verschränkte Teilchen existieren könnten, aber er dachte, es gäbe eine einfachere Erklärung dafür, ohne eine mysteriöse Verbindung über weite Entfernung. Er beharrte stattdessen darauf, dass verschränkte Teilchen eher so wären wie ein paar Handschuhe. Nehmen wir an, jemand trennt zwei Handschuhe und legt jeden in einen Koffer. Dann liefert mir dieser jemand einen der Koffer und schickt den anderen in die Antarktis. Danke. Ich weiß, dass mein Koffer entweder einen linken oder einen rechten Handschuh enthält. Und wenn ich meinen Koffer öffne und einen linken Handschuh vorfinde, dann weiß ich sofort, dass der Koffer in der Antarktis einen rechten Handschuh enthalten muss, auch ohne dass irgendjemand hineingesehen hat. Ganz unmysteriös. Dadurch, dass ich den Koffer geöffnet habe, beeinflusse ich natürlich keinen der beiden Handschuhe. Dieser Koffer enthielt immer einen linken Handschuh und der in der Antarktis immer einen rechten. Das stand in dem Moment fest, wo die Handschuhe getrennt weggepackt worden waren. Und Einstein nahm nun an, dass genau dasselbe auf die verschränkten Teilchen zutrifft. In welchem Zustand die Elektronen auch sind, er musste absolut festgestanden haben, in dem Moment, als sie auseinanderflogen. Wer hatte nun recht? Bohr, der die Gleichungen favorisierte, die besagten, dass Teilchen ihre zufälligen Ergebnisse selbst über große Entfernungen augenblicklich verbinden konnten? Oder Einstein, der glaubte, es gibt keine spukhafte Verbindung, sondern es steht alles schon fest, lange bevor man hinsieht? Nun, schwierig herauszufinden, wer recht hat. Einstein sagt, ein Teilchen hat, sagen wir, einen fest definierten Spin, bevor man es misst. Wie messen Sie das, fragen Sie Einstein. Er sagt, messen Sie einfach den fest definierten Spin. Bohr würde sagen, es ist der Messvorgang, der den Spin zu einem fest definierten Zustand macht. Niemand wusste es zu lösen. Und so betrachtete man das Ganze eher als etwas Philosophisches und nicht als Wissenschaft. 1955 starb Einstein. Immer noch davon überzeugt, dass die Quantentheorie ein bestenfalls unvollständiges Bild der Realität beschrieb. In 1967 wurde an der Columbia University Einsteins Mission, die Quantentheorie zu hinterfragen, von einem jungen Doktoranden wieder aufgenommen. John Clauser stand kurz davor, in Astrophysik zu promovieren. Das Einzige, was dem im Weg stand, war seine Note in Quantenmechanik. Als ich noch Doktorand war, begriff ich die Quantenmechanik einfach nicht. Als er das Dokument studierte, erkannte Clauser, dass Bell entdeckt hatte, wie man feststellen konnte, ob verschränkte Teilchen tatsächlich durch spukhafte Entfernung kommunizierten, so wie unsere beiden sich drehenden Räder. Oder ob der Zustand der Teilchen schon vorher feststand, so wie bei dem Handschuhpaar. Mehr noch, Bells Gleichungen zeigten, dass, wenn keine spukhafte Fernwirkung am Werke war, dann wäre die Quantenmechanik nicht nur unvollständig, wie Einstein vermutet hatte, sie wäre falsch. Ich begriff, das war eines der tiefgreifendsten Ergebnisse, die ich je gesehen hatte.
Bell war Theoretiker, aber er zeigte auf, dass sich die Frage mit einer Apparatur klären lassen würde, die viele verschränkte Teilchenpaare produziert und vergleicht. Bell machte daraus eine experimentelle Frage. Es war keine philosophische oder theoretische Frage mehr. Und sein gedachtes Experiment war durchführbar. Dieser Versuchsaufbau würde die Sache entscheiden. Und Clauser machte sich daran, eine solche Apparatur zu konstruieren. Ich war damals nur ein kleiner Doktorand und das schien wirklich... Es besteht ja immer die kleine Chance, dass man ein Resultat bekommt, das die Welt ins Wanken bringt. Clausers Apparatur konnte tausende verschränkter Teilchenpaare messen, die in entgegengesetzte Richtungen geflogen waren. Als die ersten Ergebnisse kamen, war Clauser zwar überrascht, aber nicht glücklich. Ich fragte mich ständig, was habe ich falsch gemacht? Wo liegt der Fehler? Clauser wiederholte seine Experimente und bald entwickelte der französische Physiker Alain Aspect noch ausgefeiltere Tests. Einer davon sollte die Einstein-Bohr-Debatte besiegeln. Aspects Experiment zeigte, dass die Messung eines Teilchens nur dann direkten Einfluss auf das andere haben könnte, wenn ein Signal schneller als mit Lichtgeschwindigkeit übertragen würde. Und das war laut Einstein unmöglich. Die einzig verbleibende Erklärung war spukhafte Fernwirkung. Das hatte Aspects Experiment eindeutig ergeben. Die Ergebnisse dieser Experimente sind wahrhaft revolutionär. Sie beweisen, dass die quantenmechanischen Gleichungen richtig sind. Verschränkung ist real. Quantenteilchen können über Entfernung miteinander verbunden sein. Die Messung des einen kann tatsächlich augenblicklich über den Raum hinweg seinen entfernten Partner beeinflussen. Ausgerechnet das, was Einstein für unmöglich gehalten hatte, spukhafte Fernwirkung, findet tatsächlich statt. Ich war trotzdem ziemlich traurig, dass ich die Quantenmechanik nicht widerlegt hatte, denn ich hatte und habe bis heute große Schwierigkeiten, sie zu verstehen. Das ist das allerbizarrste Phänomen der Quantenmechanik. Man kann es überhaupt nicht verstehen. Fragen Sie mich nicht, wieso. Fragen Sie mich nicht, wie es funktioniert. Denn die Frage ist unzulässig. Wir können nur sagen, das ist offenbar die Art und Weise, wie die Welt tickt. Wenn wir mal akzeptieren, dass die Welt tatsächlich so funktioniert, könnten wir dann die spukhafte Fernwirkung der Verschränkung vielleicht irgendwann für etwas Nützliches verwenden? Zum Beispiel, um Menschen und Dinge von A nach B zu transportieren, ohne den dazwischenliegenden Raum zu durchqueren. Mit anderen Worten, Teleportation. In Star Trek sah das Beamen oder Teleportieren immer ziemlich praktisch aus. Lässt es sich durch die Verschränkung vielleicht tatsächlich möglich machen? Erstaunlicherweise werden solche Experimente bereits durchgeführt, hier auf den Kanarischen Inseln. Wir machen die Experimente auf den Kanarischen Inseln, weil es hier zwei Observatorien gibt. Und es ist einfach ein schöner Ort dafür. Anton Zeilinger ist noch weit davon entfernt, sich selbst oder andere Menschen zu teleportieren. Aber er will die Quantenverschränkung nutzen, um einzelne Teilchen zu teleportieren. In diesem Fall Photonen, Lichtteilchen. Als erstes generiert er zwei verschränkte Photonen in einem Labor auf der Insel La Palma. Ein verschränktes Photon bleibt auf La Palma, während das andere per lasergesteuertem Teleskop nach Teneriffa geschickt wird, 89 Meilen entfernt.
Als nächstes bringt Zeilinger ein drittes Photon ins Spiel, das er teleportieren will und das mit dem verschränkten Photon auf La Palma interagieren soll. Das Team untersucht die Interaktion, indem es den Quantenzustand der beiden Teilchen misst. Und jetzt kommt das Fantastische. Das Team ist in der Lage, diese vergleichende Messung dazu zu benutzen, das verschränkte Photon auf der fernen Insel in eine identische Kopie des dritten Photons zu verwandeln. Als wäre das dritte Photon über den Ozean teleportiert worden, ohne den Raum zwischen den beiden Inseln durchquert zu haben. Wir extrahieren sozusagen die im Original enthaltenen Informationen und erschaffen ein neues Original. Mit dieser Technik hat Zeilinger auch an anderen Orten erfolgreich Dutzende von Teilchen teleportiert. Aber könnte das auch darüber hinausgehen? Da auch wir aus Teilchen bestehen, könnten dann eines Tages vielleicht sogar Menschen teleportiert werden? Willkommen in New York. Sagen wir, ich möchte mal kurz nach Paris. Theoretisch könnte die Verschränkung das eines Tages möglich machen. Dazu bräuchte ich eine Teilchenkammer hier in New York, die verschränkt ist mit einer Teilchenkammer in Paris. Hier entlang, Mr. Green. Ich würde in eine Kapsel steigen, die ähnlich wie ein Scanner funktioniert. Während die Vorrichtung die riesige Teilchenmenge meines Körpers scannt, in ihm gibt es mehr Teilchen als Sterne im sichtbaren Universum, scannt sie gleichzeitig die Teilchen in der anderen Kammer und erstellt eine Liste, die den Quantenzustand der beiden Teilchensets vergleicht. Und hier kommt nun die Verschränkung ins Spiel. Denn diese Liste zeigt auch, inwieweit der Originalzustand meiner Teilchen in Beziehung steht zum Zustand der Teilchen in Paris. Als nächstes schickt der Operator diese Liste nach Paris. Dort rekonstruieren sie anhand der Daten den exakten Quantenzustand jedes einzelnen meiner Teilchen. Und mein neues Ich materialisiert sich. Die Teilchen sind nicht von New York nach Paris gereist, sondern die Verschränkung ermöglicht, dass mein Quantenzustand in New York entnommen und in Paris wiederhergestellt wird. Bis hin zum letzten Teilchen. Bonjour, Monsieur Green. Hallo. Hier in Paris bin ich nun eine exakte Kopie meiner selbst. Hoffentlich, denn durch die Messung des Quantenzustandes meiner gesamten Teilchen in New York wurde das Original-Ich zerstört. Es ist zwingend erforderlich bei der Quantenteleportation, dass das zu teleportierende Objekt in diesem Prozess zerstört wird. Und das macht uns schon ein bisschen Angst, denn von uns würde am Ende nur ein Haufen Neutronen, Protonen und Elektronen übrig bleiben. Das würde nicht allzu gut aussehen. Wir sind weit davon entfernt, Menschen zu teleportieren. Trotzdem stellt sich die Frage, der Brian Green, der in Paris eintrifft, bin das wirklich ich? Es sollte eigentlich keinen Unterschied geben zwischen meinem alten Ich und dem neuen hier in Paris. Denn der Quantenmechanik zufolge sind es nicht die physikalischen Teilchen, die mein Ich ausmachen, sondern die darin enthaltenen Informationen. Und die wurden exakt teleportiert. Die Informationen wirklich aller Teilchen, aus denen mein Körper besteht. Es ist eine zutiefst philosophische Frage, ob das, was am Empfangsort ankommt, das Original ist oder nicht. Mein Standpunkt ist, mit Original meinen wir etwas, das alle Eigenschaften des Originals besitzt. Und wenn das der Fall ist, dann ist es das Original. Ich würde nicht in diese Maschine steigen. Auch ohne die Teleportation von Menschen gibt es für die quantenmechanische Unschärfe vielerlei potenzielle Anwendungsmöglichkeiten. Hier am MIT ist Seth Lloyd einer der vielen Forscher, die sich mit der Nutzbarkeit der Quantenmechanik befassen.
Die Quantenmechanik ist nun mal bizarr. Aber wenn wir bizarre Zitronen haben, könnten wir daraus vielleicht bizarre Limonade machen. Lloyds bizarre Limonade ist in dem Fall ein Quantencomputer. Das ist sein Innenleben. Dieses gold- und kupferfarbene Gebilde hat vielleicht null Ähnlichkeit mit Ihrem Laptop, aber im Grunde spricht es dieselbe Sprache. Binärcode, eine Computersprache, deren Alphabet aus Nullen und Einsen besteht, sogenannten Bits. Wenn es sein kann, dann hat man ein Quantenbit oder Qubit. So wie ein Elektron einen Zwischenzustand aus mit dem Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn haben kann, kann ein Quantenbit Zwischenzustände aus 0 und 1 haben. Es ist sozusagen multitaskfähig. Damit kann man Berechnungen anstellen, die sich unser normales Gehirn nicht einmal vorstellen kann. Theoretisch können Quantenbits aus allem erzeugt werden, das sich quantenmechanisch verhält, wie ein Elektron. Die Qubits im Herzen dieses Computers sind winzige supraleitende Schaltkreise, in denen der Strom gleichzeitig in beiden Richtungen zirkulieren kann. Und wenn es uns gelänge, Qubits dazu zu bringen, an Problemlösungen zusammenzuarbeiten, könnte die Rechenleistung unserer Computer exponentiell explodieren. Ein Qubit kann zwei Dinge gleichzeitig tun. Mit zwei Qubits können Sie vier Dinge gleichzeitig tun. Mit 10 Qubits 1024 Dinge. Und mit 300 Qubits können Sie mehr Dinge gleichzeitig tun, als es Elementarteilchen im Universum gibt. Wieso ein Quantencomputer so leistungsfähig sein würde? Stellen Sie sich vor, Sie wären mitten in einem Labyrinth gefangen. Ich will natürlich den Ausweg finden, so schnell wie möglich. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich muss eine nach der anderen ausprobieren. Das bedeutet viele Sackgassen, viele Irrwege und viele Abzweigungen, bevor ich endlich den Ausgang finde. Ungefähr auf diese Art lösen unsere heutigen Computer Probleme. Obwohl sie das sehr schnell tun, können sie jeweils nur eine Aufgabe ausführen, genau wie ich im Labyrinth jeweils nur einen Weg erkunden kann. Aber alle Möglichkeiten gleichzeitig versuchen zu können, so ungefähr funktioniert ein Quantencomputer. Da Teilchen gewissermaßen an vielen Orten gleichzeitig sein können, könnte der Computer eine riesige Menge an Lösungen gleichzeitig untersuchen und im Handumdrehen die richtige finden. Ein Labyrinth wie dieses hat nur eine begrenzte Anzahl an Wegen. Selbst ein konventioneller Computer könnte den Ausgang ziemlich schnell finden. Aber stellen Sie sich ein Problem mit Milliarden von Variablen vor. Wie zum Beispiel sehr langfristige Wettervorhersagen. Wir könnten damit Naturkatastrophen vorhersagen, wie Erdbeben oder Tornados. Eine solche Problemlösung wäre derzeit unmöglich. Der Computer müsste irrwitzig riesig sein. Aber ein Quantencomputer könnte das mit nur ein paar hundert Atomen schaffen. Das heißt, das Gehirn dieses Computers wäre kleiner als ein Sandkorn. Es gelingt uns immer besser, die Kraft der Quantenwelt zu nutzen. Und wer weiß, wohin uns das noch führen könnte. Aber wir dürfen nicht vergessen, im Herzen dieser Theorie, der wir so viel verdanken, klafft immer noch ein riesiges Loch. All die bizarren Eigenschaften auf der Quantenebene, der Ebene der Atome und Teilchen, wieso existieren sie nur dort? Wieso können in der Quantenwelt Dinge in einem Zustand der Unbestimmtheit schwanken, anscheinend teils hier und teils dort sein? Sie und ich, die wir schließlich auch aus Atomen und Teilchen bestehen, scheinen uns immer in einem einzigen definitiven Zustand zu befinden. Wir sind entweder hier oder dort.
Niels Bohr bot keine wirkliche Erklärung dafür, wieso die seltsame Unbestimmtheit der Quantenwelt zu verschwinden scheint, wenn die Dinge an Größe zunehmen. So leistungsfähig und präzise sich die Quantenmechanik auch erwiesen hat, die Wissenschaftler suchen immer noch nach einer Erklärung. Einige glauben, dass in den Gleichungen der Quantenmechanik irgendein Detail fehlt. Das heißt, dieses fehlende Detail würde die Zahl der enormen Möglichkeiten in der Welt der kleinen Dinge auf dem Weg zu den großen Dingen der Welt anpassen, sodass eindeutig würde, dass alle Möglichkeiten bis auf eine verschwinden, was zu einem einzigen definitiven Ergebnis führt. Andere Physiker glauben, dass all die Möglichkeiten, die in der Quantenwelt existieren, nie verschwinden, sondern dass jede einzelne tatsächlich eintritt. Nur passieren die meisten dieser Möglichkeiten nicht bei uns, sondern in Paralleluniversen. Unsere Wirklichkeit könnte tatsächlich viel größer sein als das uns bekannte Universum. Und sie könnte sich unaufhörlich ausdehnen und ständig neue, alternative Welten erschaffen, wo sich alle Möglichkeiten abspielen. Das ist der unerforschte Horizont der Quantenmechanik und niemand weiß, was uns dort erwartet. Schon die Tatsache, dass unsere Wirklichkeit viel grandioser ist, als wir dachten, viel seltsamer und rätselhafter, hat für mich etwas Wunderschönes und Ehrfurchtgebietendes. Das Schöne an der Wissenschaft ist, dass man Dinge erfahren kann, die über die kühnsten Träume hinausgehen. Und die Quantenmechanik ist der Inbegriff dessen. Wenn du dich mit Quantenmechanik beschäftigst, bist du danach nie wieder derselbe. So seltsam die Quantenmechanik auch sein mag, klar ist nun, dass es keine Grenze gibt zwischen der Welt des Kleinen und der des Großen. Vielmehr gelten ihre Gesetze überall, nur sind ihre seltsamen Eigenschaften am deutlichsten, wenn die Dinge klein sind. Und so hat die Entdeckung der Quantentheorie